Es gab ein bisschen in Kommentaren ein bisschen Kritik am Cover. Echt? Ja. Deswegen, aber das ist geil. Zitat kurz oder These kurz, das Banksy-Cover war die falsche Wahl. Okay. Warum? Ja, weil die Leute gesagt haben, das ist nur geklaut, nur gebeitet, dieses übliche Gelaber. Das ist ein Zitat, das ist wie ein Sample. Ja? Rechtfertigen sich an dieser Stelle. Ganz einfach, das ist der größte Unsinn. Aber das Geile ist, dass sowieso diese Kultur des, ich sage jetzt mal irgendetwas, weil ich denke, ich könnte da irgendwas sagen, finde ich total irre. Ja? Das ist totaler Wahnsinn. Ich habe mich letztens mit dem Jelm, das ist so mein Action-Model, mein Superheld, drüber unterhalten. Er meinte auch, selbst wenn du irgendwie ein Post, wenn du posten würdest und einen Film, ich verschenke jetzt 1000 Euro an Obdachlose, würde es auch jemanden geben, der hatet, der dann sagen würde, was weiß ich, die kaufen sich eh nur Alkohol oder was, jetzt will er sich in den Vordergrund drängen. Egal was du machst, ja, wenn du dich auf den Kopf stehst, ein Headspin machst, dabei Doppeltime Raps und die Nationalhymne furzt, sagt trotzdem einer, ja, das kann ich auch oder das ist doch wack oder warum macht er das? Also insofern, Banksy-Cover, ja, was soll das? Ja, Bullshit. Ich finde es gut, ja, mir gefällt's. Lass mir das genau dabei stehen. Du bist wie alt? 37. Das heißt, bist du auch 77er? 77, was geht ab? Ja, 77er. Wie die 77er in Hamburg, ne? Gibt ja auch so eine 77er. Ja, Daniel 77, Elo 77. Daniel. Alles genau. Damals. Das heißt, ein alter Eisfeld Mann. Auch, Jan Delay auch, oder? Ja, ich glaube, der ist sogar 76er Jahre. Ah, okay. Der ist sogar noch ein bisschen älter. Sammy ist 77. Ja. Auch? Ja. Wahnsinn. Bester Jahrgang für Hip-Hop. Ey, Wahnsinn, verrückt. Sind wir an dieser Stelle uns mal einig, ne? Ja. Können wir einen Punkt drauf setzen, aber wir werden älter. Deswegen für Sparring 4 ist Olli zu alt. Ja, das habe ich mir witzigerweise auch gedacht, so, weil ich bin gestern auch wieder von Fans gefragt, wann kommt Sparring 4 und ich so, ey, 3 ist doch eigentlich eine gute Zahl. 3 ist doch voll gut, Sparring 3, pum, zack, so. Andererseits sitze ich manchmal auch im Studio und ich schreibe ja auch viele tiefe Texte vom Herzen und über wichtige Themen, aber manchmal habe ich dann auch Bock, einfach so Scheiße zu labern und zu battlen und ich bin der coolste Rapper, so. Ne? Aber wer weiß, also vielleicht mache ich sowas nochmal, aber geplant ist es auf jeden Fall nicht erstmal. Lassen wir es dabei. Jetzt bist du natürlich Rapper, der aber auch eine gute Fußballvergangenheit hinter sich hat und irgendwann eine Entscheidung treffen musste oder sie getroffen wurde, wie auch immer. Aber aus dieser Vergangenheit heraus eine These, Olli wäre als Fußballer erfolgreicher gewesen als Rapper. Das ist, glaube ich, nicht. Also, schwer zu sagen, Alter. Ja. Ich war trainingsfaul, das muss ich sagen, das muss ich zugeben. So. Ja. Ich hatte großes Talent auf jeden Fall, habe auch alle Auswahlmannschaften, Jugendauswahlmannschaften durchlaufen und so. Aber ich konnte mich nie so richtig im Training quälen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich bin ähnlich trainingsfaul gewesen. Ja, ich war so, auch so wie Maradona, der wollte ja auch nicht trainieren. Mario Basler, dann sind wir wieder da. Aber mein Vergleich mit Maradona, der schmeichelt dann an der Stelle schon bei dir auch so ein bisschen. Ja, okay, ich war jetzt nicht so talentiert wie Maradona, würde ich sagen. So weit würde ich ja nicht gehen. Was aber mal ein Profi, mit dem ich mich drüber unterhalten habe, gesagt hatte, der meinte, es gab immer in allen Teams, in denen ich gespielt habe, mindestens einen, der war besser als ich, aber der hat nicht so viel Willen gehabt wie ich. Genau, siehst du? Und ich war in allen Teams eigentlich immer so der Beste. Und ich war auch so im Umkreis immer so gehandelt als das größte Talent, auch im Umkreis, so in Bayern das größte Fußballtalent und so weiter und so fort. Und dann kam das Ego und dann hat es dir die Karriere zerschossen. Ich habe auch noch alle Zeitungsausschnitte zu Hause und so. Und ich dann auch so während der Weltmeisterschaft so davor hängen, so, aber im Ernst jetzt. Bereust du es manchmal so ein kleines bisschen? Nee, ich hatte diese Zeit des Bereuens auf jeden Fall. So kurz nach dem Abitur so. Ja. Wenn du auch siehst, so deine Kollegen teilweise sind Fußballprofis so, Multimillionäre und so, dann habe ich schon gedacht, fuck, Alter. Aber mittlerweile, ich bin mit allem im Reinen. Ich bin so glücklich mit meinem Beruf, den ich jetzt habe, Musik machen zu dürfen und ich bin total happy im Moment. Ich bin der ausgeglichenste Mensch, glaube ich, den es gibt. Fußballfan auch, Bayern München-Fan und deswegen eine Frage zu deinem Lieblingsverein. Oder FCB, was los? Scheiß auf Real Madrid, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Aber meine These, Bayern München schadet der Bundesliga. Die Bundesliga schadet Bayern München, wie wär's damit, Alter? Warum? Ja, weil ihr einfach zu schwach seid, ja. Bin ich jetzt pauschal. Ja. Werder Bremen, du bist ja der Werder Bremen. Ja, ich bin, was ist los mit euch? Ihr wart ein unfassbarer Verein. Ich war fast schon Fan von eurem Fußball. Ja. 100, und was, kann dann? Ich was ist dann? Ja, also ich habe heute gesehen, es gibt einen vierseitigen Artikel im Spiegel darüber, über den Niedergang von SV Werder Bremen. Ja. Den muss ich mir erst durchlesen und dann kann ich antworten. Wer schuld, Klaus Allofs? Ich habe meine Theorie dazu, aber sag mal, ganz kurz. Ich glaube, dass in Jahren, wo man viel Geld hatte und versucht hat, mit Bayern München mitzuhalten, dann muss jeder Schusstreffer sitzen. Und wenn du dann dreimal da vorbeischießt, dann hast du keine Chance mehr. Erst war so Miku, dann kam Özil später und so weiter. Ja, und dann aber gab es keine. Diego auch schon. Und dann aber Carlos Alberto vorbeigeschossen. Genau. Für so ein Wesley haben sie 5 Millionen ausgegeben und so weiter und so fort. Ja. Und ihr kauft euch halt 10 davon und da funktionieren 3 von. Nein, so ist das ja nicht. Ach komm. Nein. Du sagst Chananoglu jetzt, bitte. Naja, du sagst, wir werfen an die Wand und gucken, was hängen bleibt. So ist es ja nicht. Das ist ja wirklich so sehr punktuiertes Auswählen von großartigen Spielern der Bundesliga. Ja, aber und sagen wir mal, ihr werft sehr weit hoch an die Wand. So. Nein, das stimmt ja nicht. Also das Ding ist einfach, dass wir mittlerweile geschafft haben, dass diese, wie sagt man, diese
Ja, dieses Ausschussmaterial, ja, das ist ja gar nicht mehr ist so. Ja. Poldi war der Letzte, der nicht funktioniert hat. Wie heißt der Kirchhoff? Der sitzt auch noch da irgendwo auf der Tribüne. Kirchhoff war ein Experiment, aber der ist ja auch sehr jung und kann sich noch entwickeln. So, okay, ja? Aber also sagst du, die Bundesliga und so, das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ich hoffe, nächstes Jahr dann Meister am 22. Im Gegenteil, ich hoffe, dass ihr mal ein bisschen eure Hausaufgaben macht, dass wir ein bisschen Konkurrenz wieder kriegen außer Dortmund. Respekt an Dortmund, muss ich wirklich zugeben. Ich glaube, der krass, ich habe sogar ehrlich gesagt Pokalfinale ein bisschen Schiss. Zu Recht auch. Ja, wir werden sehen, Alter. So. Aber ich glaube, der VfL Wolfsburg wird der nächste böse Gegner. Wobei, Wolfsburg hat halt überhaupt keinen Vibe, ne? Muss ich jetzt auch sagen, leider, Alter. Ja, ne? Auch wenn ein Ex-Aschaffenburger da Trainer war, Felix Mackert, und Marcel Schäfer auch ein Aschaffenburger ist. Deswegen ein Freund von mir ist da in recht hoher Position und der versorgt mich mit Informationen. Ja, ne? Und ich aber muss sagen, die haben Lust auf euch. Die haben Lust auf uns und die haben auch viel Geld. Ja? Also wenn die wollen, können die auch. Das hat ja auch der Klopp gesagt. Letztes Ding zum Schluss. Ja. Was mir aufgefallen ist, wenn man die Diskografie durchguckt und alles andere, und jetzt gibt es wieder einen Song, der Uzi heißt. Olli Banjo ist kein Pazifist. Doch, unbedingt sogar. Ja, der Song ist ja ein Schrei nach Liebe. Hast du einen Waffenschein? Ich habe keinen Waffenschein, aber ich habe im Las Vegas Urlaub jetzt Uzi geschossen tatsächlich. Ja, und habe gemerkt, wie schrecklich das im Grunde genommen ist. Ja. Okay. Also die Uzi ist natürlich ein trojanisches Pferd für Liebe. Ja, okay. Sozusagen. Und die Pistole, die du hast und die andere nicht haben. Und genau. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch deine Diskografie, dass genau, es immer um Waffen geht. Ja, es geht, ist eine Kanalisation sozusagen für die eigene Aggression. Ja, sozusagen, was eigentlich nicht funktioniert, im echten Leben Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ich bin ja Pazifist und Jesus-Anhänger. Deswegen ist das Kunst, abstrakt, Dadaismus, ja. Verbunden mit einem Schuss Helge Schneider-Humor. Aber der Auslöser war das einfach, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass irgendwie Leute dir irgendwie zu fünft auf den Kopf rumtreten irgendwie und das irgendwie glorifizieren noch in Texten und so. Und ja, dagegen ist das einfach. Wir verfolgen weiter deinen Weg. Ich sage danke für die Zeit. Ja, ich habe zu danken. Backspin. Ja, das war eine Freude. Und dieses Album, wenn ihr es noch nicht gekauft habt, dann kauft es bitte, denn es ist es wirklich wert. Ne, du hast mir auch geschrieben, dass du es feierst, privat. Kann man das offiziell auch sagen? Können wir sagen. Siehst du? Kann man sagen. Ich feiere es wirklich. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich bin auch persönlich, also diese Weiterentwicklung, die du immer ansprichst und von der künstlerisch und sowas alles, das sehe ich und fühle ich. Und deswegen Dankeschön. Nimmt es mich auch mit. Dankeschön, und ich feiere, ich möchte die unzensierte Version von München aus dem Slums sehen. Alter. Die ist auf der Limited Box drauf, könnt ihr bei Amazon bestellen, Alter. Nur da gibt es diese Ja, ich hoffe, ich kriege Zugang, Alter. Ja klar, Mann. Dankeschön. Geil. Das war's, ciao. Backspin.